So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Bild und Ton müsste da sein und auch passen. Es ging diesmal reibungslos. Und dann starten wir hier auch, nachdem hier kurz nochmal der Risikohinweis eingeblendet wurde, auch gleich mit dem Gold und Silber durch. Also Silber. Kleiner Rückblick, aber das wurde ja ausführlich am Wochenende thematisiert. Hier gab es einen Rücksetzer im Wochenchart auf die Unterkante des Rainbows und kann heute, hier sieht man es zwar auch, aber besser natürlich dann im Tageschart, startete mit einem Gap Up sogar heute Nacht und erreicht jetzt hier im Tageschart den EMA 200. Und bislang, ja, wie man sieht, trifft er halt hier genau drauf. Temporär ging es schon mal drüber. Und was jetzt hier auch nicht verwundern würde, so wird es dann auch in den unteren Zeitebenen eingezeigt, dass es heute erstmal hier fast schon vorbei ist, vielleicht mit dem Anstieg. Denn hier im 4-Stunden-Chart wurde eingezeichnet, ein 4-Stunden-Close über 17,75. Wäre hier ein Kaufsignal, weil es einfach hier auch öfters angelaufen wurde, eine horizontale Widerstand, horizontalen Widerstand sich hier bildete, beziehungsweise eine Unterstützung, dann eben ein Widerstand und eben auch ein Retracement liegt hier exakt auf. Und im Stundenchart ist hier dieses Szenario nicht eingetreten, dann würde direkt hier das aktiviert, so beschrieben. Wenn es also hier nicht abprallt, hier hoch, dann gab es hier, wenn man das jetzt hier natürlich rüber verlagert, einen Anstieg, Rücklauf, der hier eingezeichnet war. Und jetzt kämpft er eben genau um diese Marke, um die es eben auch im 4-Stunden-Chart ging oder halt geht. Also hier passt und ist ein positiver Start in die Woche mit Silber. Doch jetzt, ja, kann sich das hier erstmal noch auch seitlich ausdehnen. Was natürlich hier negativ wäre, wäre ein Rückfall im Prinzip deutlich unter 17,55. Eine ganz wichtige Marke ist hier eben bei 17,38 eigentlich, ja, dass spätestens hier der Rücklauf dann gestoppt werden sollte, sollte es noch einen größeren Rücklauf geben. Das wäre es jetzt hier das Wichtigste bei Silber. Bei Gold im Prinzip das Gleiche. Hier wurde aber nicht die Rainbow-Unterkante unterschritten, sondern hier traf er genau auf den EMA 200 und konnte exakt von einem Fibo sich nach oben abstoßen, wie es am Wochenende auch beschrieben wurde. Hier ist es ein Mini-Gap entstanden, soweit es hier ersichtlich ist. Und ja, noch knapp 4 Dollar etwa. Dann trifft er hier eben auch auf den EMA 200. Also auch hier ist das Chartbild relativ gleich. Moment. Ja. Dürfte er ja sogar neue Hochs erreichen, aber schauen wir erst mal den 4-Stunden-Chart an. Da wurde eben erwähnt, dass hier erstmal nicht wirklich was hier passiert ist. Ja, eine schöne Kerze, wieder noch kurz unterschritten hier, die 150 oder genau getroffen, nicht 101.250. Im Stundenchart würde das dann näher erläutert, direkten Anstieg. Auch hier ist die Prognose am Wochenende so getroffen worden, wenn man jetzt den Pfeil auch hier wieder nach drüben schiebt. Anstieg, Rücklauf, was halt in der Nacht direkt schnell ging, wieder etwa 3 Uhr. Also wer in der Nacht handelt, muss echt um 3 Uhr immer wach sein. Zwischen 1 oder 1:30 Uhr, 3 Uhr sind öfters Moves drinnen. Und wenn sich das jetzt hier so gestaltet,
dann bricht er jetzt hier direkt durch auf Stundenbasis. Die Kerze ist natürlich jetzt erstmal bullish und kann hier wirklich eine größere Aufwärts- oder eine größere Wegstrecke hinter sich bringen. Im Prinzip hier ist vielleicht noch die Marke etwa bei rund 1267 oder 68 zu nennen, also knapp an der 1270er Marke könnte es hier eben auch zum Stehen zwar kommen oder richtig nicht zum Stehen, vielleicht ein kleiner Rücklauf und dann sollte es nach oben gehen. So sieht die Situation bei Gold aus. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf den DAX. Da gibt es jetzt hier nicht viel, wer jetzt hier dieses präferierte Szenario am Freitag gespielt hat, ist hier deutlich im Plus. Da war eben diese Zone eingezeichnet nach den US-Arbeitsmarktzahlen. Die Umkehrkerze hier oben fand nicht statt und auch noch kein weiterer. Das wäre hier die alternative Unterstützung gewesen. Doch da die Deutsche Bank deutlich im Minus ist, da gab es keine Einigung mit US-Justiz anscheinend, muss man sehen, wo sich der DAX entwickelt. Wer hier, wie gesagt, long ist, sollte, ja, oder kann hier die Stops relativ auf Einstand setzen und warten, was passiert. Klar, richtig Gewinne mitnehmen, es sind jetzt rund 40 Punkte oder 50. Ja. Sonst gibt mir hier sehr die Indikation. Im Prinzip für mich jetzt nicht viel her, auch der Xetra. DAX, ich meine, da muss man sich nicht rumschlagen. Das ist alles hier oben. Die Kursziele, die hier genannt wurden, die oberen, wie man an den Pfeilen sieht, erreicht worden. Groß weitere, ja, im Prinzip nie ausgegeben, auch letzte Woche. Und jetzt hier kann ich gar nichts ableiten. Also das ist hier echt ein bisschen, ja, wischiwaschi. Wie gesagt, das, was hier eingezeichnet worden ist, eine Kaufzone, ja. Das war ein Rücklauf und eben jetzt abwarten, was er macht, aber jetzt in dem Moment keine neuen Impulse. Das war es jetzt hier relativ kurz und knapp. Genau, was man noch sagen kann und muss, ist natürlich dann auf die US-Indizes schauen und hier allen voran eben auch die Nasdaq. Alles, was jetzt hier über der Marke ist, ist natürlich positiv. Also über dieser Trendlinie im Stunden- oder 4-Stunden-Close, dann unter dieser Welle, Aufwärts-Trendlinie hier, ja, und mit dem Bruch dieser Marke, also ein Stunden-Close, das dürfte dann Verkaufsdruck auslösen und eben auch dann im DAX. Danke und wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag. Bis später.